Herzlich willkommen zu Nutzen und Grenznutzen in unter 5 Minuten. Mein Name ist Michael Gürke, ich bin Professor für Volkswirtschaftslehre an der FOM. Ich möchte Ihnen in unter 5 Minuten erläutern, was man unter dem ökonomischen Konzept des Nutzens und des Grenznutzens versteht. Das sind zentrale Konzepte der Haushaltstheorie, ein Teilbereich der Mikroökonomik. In der Haushaltstheorie geht es ja darum, herauszufinden, wie Konsumenten, also Haushalte, ihre Bedürfnisse möglichst gut befriedigen, angesichts der Knappheit von Ressourcen, die zur Bedürfnisbefriedigung notwendig sind. Bedürfnisbefriedigung ist also das zentrale Thema der Haushaltstheorie. Und schon sind wir bei der ersten Definition. Unter Nutzen versteht man nämlich das Ausmaß von Bedürfnisbefriedigung. Nutzen, das ist unser Versuch, die Bedürfnisbefriedigung irgendwie zu messen. Stellen wir uns das mal vor. Wir nehmen ein Koordinatensystem. Auf der horizontalen Achse der Abszisse tragen wir die Anzahl der konsumierten Güter ein. Nehmen wir mal Eis. Auf der senkrechten Achse der Ordinate tragen wir die Bedürfnisbefriedigung, die sich dadurch ergibt, ein, also den Nutzen. Stellen wir uns vor, man könnte den Nutzen auf einer Kardinalskala messen, also ganz genau sagen, wie hoch der Nutzen absolut ist. Konsumiert der Haushalt ein Eis, dann ist der Nutzen 10. Konsumiert er zwei Eise, oder ist der Plural Eis? Eis, ne? Konsumiert der Haushalt 2 Eis, dann ist der Nutzen 16 und konsumiert der Haushalt 3 Eis, dann ist der Nutzen 20. Die Punkte A, B und C sind also dann drei Punkte, die den Nutzen von verschiedenen Konsummengen darstellen. Zeichnen wir unter diese Punkte jeweils Balken, dann sehen wir die Entwicklung des Nutzens mit der Konsummenge. Und nehmen wir dann an, dass der Haushalt auch in der Lage ist, 1,5, 1,375 oder 2,48937 Eis zu konsumieren. Dann können wir die Punkte miteinander verbinden und sehen dann, dass die Nutzenfunktion eine stetige Funktion der Konsummenge ist. Daraus schließen wir, die Haushaltstheorie behauptet, dass mehr Konsum mehr Bedürfnisbefriedigung erzeugt, mehr Konsum also mehr Nutzen hervorbringt. Schauen wir uns das Balkendiagramm noch einmal genauer an. Dort sehen wir, ein Eis bringt 10 Nutzen, 2 Eis 16 Nutzen, 3 Eis 20 Nutzen. Schauen wir uns jetzt nicht den absoluten Nutzen an, sondern die Veränderung des Nutzens. Also betrachten wir, wenn der Haushalt gar kein Eis konsumiert, hat er auch keinen Nutzen. Konsumiert er ein Eis, dann steigt der Nutzen um 10. Konsumiert er statt einem 2 Eis, steigt der Nutzen um 6. Und konsumiert er statt 2, 3 Eis, steigt der Nutzen um 4. Und genau diese Nutzensteigerung bei der Erhöhung der Konsummenge nennen wir den Grenznutzen. Und schon sind wir bei der zweiten Definition, nämlich Grenznutzen, das ist der Nutzenzuwachs, wenn man mehr konsumiert, beziehungsweise die Nutzenreduktion, wenn man weniger konsumiert. Denn im Balkendiagramm könnte ich ja auch statt 3, 2 Eis konsumieren und dann würde mein Nutzen von 20 auf 16 fallen, also wäre der Grenznutzen auch hier 4. Nehmen wir uns das Balkendiagramm noch einmal vor und versuchen die Nutzenveränderungen, die wir eben gesehen haben, mal in ein eigenes Diagramm einzuzeichnen. Also, wenn ich statt 0 eine Einheit konsumiere, dann ist der Grenznutzen dieser ersten Einheit 10, das trage ich in ein Diagramm ein. Wenn ich statt 1 2 Eis konsumiere, ist der Grenznutzen der zweiten Einheit, also der Nutzenzuwachs durch diese zweite Einheit, 6, trage ich auch ein. Und wenn ich statt 2 3 Eis konsumiere, ist der Grenznutzen dieser dritten Einheit, 4, trage ich auch ein. Und wieder verbinde ich die Punkte miteinander und habe eine fallende Grenznutzenfunktion. Der Nutzenzuwachs wird also immer kleiner. Das ist so wichtig, dass es das sogar Gesetzesform hat in der Mikroökonomik, ist nämlich das erste Gossensche Gesetz, das Gesetz vom abnehmenden Grenznutzen, benannt nach Hermann Heinrich Gossen, einem deutschen Ökonom, der von 1810 bis 1858 gelebt hat und diese Betrachtungen als erster in die ökonomische Diskussion eingeführt hat. Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass der Nutzen das Ausmaß an Bedürfnisbefriedigung ist. Und dass der Grenznutzen der Nutzenzuwachs bei mehr Konsum oder die Nutzenreduktion bei weniger Konsum ist. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg in Ihrem Studium.